So, willkommen zurück bei Pokémon Rubin Icelock Challenge. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Oh Gott, das ist schon ein Weilchen her. Mit wilden Pokémon. Ja. Nein, wir sind das letzte Mal stehen geblieben. Da haben wir die siebte Arena gemacht, glaube ich. Oh, was ist das? Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Ich habe das gerade nicht mehr im Kopf. Ja, Chris vorne ist okay. Ah, stimmt. Wir haben ja kein Geld. Dann nimmt man zumindest mal einen Superschutz. Ich werde dich laufen voll in die Sackgasse. Wie viele Heilungen ich habe, weiß ich gar nicht. Gerade im Kopf. Ach, stimmt. Ich muss ja jetzt schon tauchen. Oh yeah, ein Sternstück. Ja. Wir gehen mit, ach ja, genau. Jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Okay, das ist schon mal falsch. Huch. Was hier? Ich weiß, dass wir irgendwo bestimmtes tauchen müssen. Dum di dum di dum di dum di dum dum di dum di dum. Alles so schön blau hier. Und da liegt wieder ein Item. Eine Herzschuppe. Ja, warum nicht? Dann gehen wir weiter und weiter und weiter. Unter Wasser, wir haben gerade die Route gewechselt. Ist da eine Höhle? Kommt da eine Höhle? Sieht so aus. Als würde da keine Höhle kommen. Verdammt. Da ist eine. Okay. Das Team Magma. Okay. Komme ich überhaupt schon rein? Nein, Mann. Du blödes Tentacher. Da ist einmal kurz das dieser Schutz weg. Da kommt instant ein Tentacher. Das ist so schlimm mit den Viechern. Oh. Sag mir jetzt nicht, ich brauche Zertrümmerung und Stärke. Oh, ich könnte meinen Golbat fangen. Oh, ich könnte es aber auch nicht fangen. Ich glaube, das langt nicht. Nee. Das heißt, wir brauchen Zertrümmerer. Wo haben wir Zertrümmerer? Kann das überhaupt jemand lernen? Ja, es kann jemand lernen. Jetzt muss ich nur gucken, wer. Ja. Okay, du kannst schon mal Surfer. Verfolgung, Fund. Stärke, Flamme, Stumpf. Ich glaube, es wird unser Gewaltroller. Und da ist wieder mal mein typischer Gegner. Ja, ich bin eben gerade erst aufgestanden, aber ich dachte mir, komm. Hey, du musst jetzt Pokémon aufnehmen. Ja, du musst vor allen Dingen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Und ich sehe gerade, Claudia ist ein bisschen angeschlagen. Joa. Na gut, dann gehen wir nochmal raus. Und ich wette, wir dürfen gleich nochmal einen Zubat oder einen Golbat begegnen. Ja, du darfst. Quatsch. Müsste einfach. Der Trümmerer müsste einfach nur mit so einer Peitsche sein. Quatsch. Das wäre cool. Und Zubat. Ha! Wow. So eine Kunst des Hellsehens, ey. Wow. So, scheiß auf Wahrsager, fragt mich. Ja, dasselbe Zubat nochmal, nur zwei Level höher. Yay. Geh weg. Ich mag keiner. Naja, das stimmt nicht. Also Goldbat, X-Bat sind schon geile Pokémon, aber sie nerven einfach in Höhlen. Wir können ja keine Kinder gebrauchen, wieder nach Hause sofort, ey. Ich will Mittagspause machen.
Oh, ich liebe diese Musik. Donnerblitz. Bam. Ich werde jetzt ausnahmsweise mal eine Aufnahme trinken, weil ich, ja, man hört es eventuell an meiner Stimme. Das dürfte ein bisschen helfen. So. Nö, hilft nicht wirklich. Aber scheiß drauf. Das wird schon noch. Come on. Das schreit mir doch nach einem Surfer. Ich habe schon wieder vergessen, ist Kamaup jetzt schon Erde oder nicht? Also Bode. Bode. Ja, vor allen Dingen Bode. Manchmal hängt halt der Hesse hier raus, ne? Okay. Dann sind wir hier. Tiefseehöhle. Oh Gott. Dann gehen wir erstmal unten rum. Ich will wissen, wo man da rauskommt. Die Suwort! Es ist sehr eng. Ich habe deshalb überall blaue Flecken. Oh, hat der Kuscheln gemacht. Kuscheln, kuscheln. Oh yeah. Du hast einen Kamau, du Alter, ich mag. Bist du fertig, Alter? Komm, mach Erdbeben oder Intensität oder so. Oh, ist dein Angriff gesenkt. Mach Erdbeben. Ich bin dumm. Spezverteidigung steigt stark, aber ich mache vierfach Schwäche, Digga. Ich glaube, das wird nicht lang. Nope. You, my friend, are dead. Boah, wir haben Team Magma-Rübe besiegt. Woop, woop. Dum, 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 dum. Hier ist auch überall was, Alter. Okay. Plop, plop. So. Mal weiter gucken. Okay, hier ist ein Ausgang. Da kommen wir da raus. What the fuck? Okay, da kommen wir da wieder raus. Plop. Okay, den muss ich von rechts. Den muss ich von rechts oder links schieben. Da komme ich nicht hin. Okay. Das heißt, wir resetten den Raum nochmal. Dann kommen wir nur von der Seite hier hin. Weiter, meine ich. Dann haben wir jetzt den Stein da nach oben. Den da zweimal nach oben. Den einmal nach links. Und machen hier einen Zertrümmer, wenn wir gleich nochmal brauchen. Jetzt haben wir uns zwar den Ausgang verbaut, aber da kommen wir, denke ich, nächste Runde rein. Machen wir hier und jetzt sind wir zumindest schon mal links. Ich sag, wir gehen den langen Weg. Und wow. Huh? Wir sind jetzt echt wieder ganz raus. Fuck Logic. Ganz ehrlich. Wo gibt denn das jetzt Sinn? Der Port, also der Teleport, also es sind ja immer so eine Teleporte. So Portale letztendlich, die einen von Punkt zu Punkt transportieren. What the fuck? Wie kann man von da oben nach da unten kommen? Es gibt keinen Sinn. Na komm, mach hin. Klack. Klack, klack. Ja, Zubat, wir haben es kapiert. Klack. So. Unser Trümmer. Klack. Klack. So. Geh mal weiter. Das Ganze versuchen wir doch nochmal. Miau. 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 Gehen wir mal nach unten. Wow. Das hat sich gelohnt. Nach links. Ah. Doch. Da, ganz am Ende direkt. Ich bin ein Tintacher. Nein, ich bin sogar ein Zubat und ich musste auf die Nerven gehen.
Also das machst du ganz gut. Auf die Nerven gehen. Blöde Fledermaus, ganz ehrlich. Ach, noch ein Schieberätsel. Und ein Reset. Also eine Reset-Tür nehme ich mal an. Zack. Ich glaube, das Rätsel war aber nicht schwer. Okay, das ist noch Vorsitzende. Ah, wie bist du uns ohne U-Boot gefolgt? Was für ein bemerkenswertes Kind. Aber das berechtigt dich nicht, hier rumzuschnüffeln. Jetzt kann ich dir die Sache vom Klimainstitut heimzahlen. Ich gebe dir eine Lektion in Sachen Schmerz. Pass gut auf. Naja, du gibst mir keine Lektion. Du gibst höchstens meinen Pokémon eine Lektion. Dum, 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 dum. Au, 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 das könnte weh tun, wenn ich jetzt mit Chris drinne bleibe. Deswegen gehe ich auf Garados. Oh yeah. Komm mal, Erdbeben. Was macht ihr denn alle Amnesie? Ihr seid schon dumm genug. Mann, guck mal, wie der guckt so. Derp. So guckt für mich Kamerun. Okay. Er macht nochmal Amnesie. Oh. Ich bin ja froh, dass Amnesie hier noch, also hier keinen Spitzangriff gibt. Ich meine, später gab es glaube ich Spitzangriff und Spitzverteidigung oder gab es total nur Spitzangriff. Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall hier gibt es ja nur Spitzenkampf. Das macht es ja nicht ganz so schlimm, weil wir haben ja vierfach Schwäche. Makenaien. Haben wir irgendwas mit Kampfattacken? Außer Zertrümmer. Nö. Ich werde für das Magnalien jetzt mal Voltenso nehmen, weil Magnalien ja jetzt mit Bedroher reinkommt. Und der Spitzangriff, der ist schon... Also der die Angriffssenkung ist schon ziemlich nutzlos bei einem mäßigen, dass man komplett drauf aufbaut, letztendlich Spitzangriffe zu machen. Deswegen Donnerblitz. Ja, das macht trotzdem gut Schaden. Okay, da senkt unsere Initiative, das ist nicht so schön. Initiative von Chris sinkt stark. Angeber. Oh nee. Oh komm schon, das ist lame. Chris, los, du kannst es. Oder auch nicht. Komm, einen Versuch machen wir noch. Komm schon. Einmal. Nein, ich hasse einfach diese Scheißverwirrung. Ganz ehrlich. Also irgendwie trifft das Magnalien nicht, kann mir nicht helfen. Ich glaube, da langt selbst ein Drachenblut. Boom. Ja, das hat gelangt. Waren immerhin 40 Schaden, ne? Aua. Die steht auf Schmerzen. Ja, da will ich nicht wissen, was du abends im Bett magst. Ich gehe mal lieber hier safen, aber andererseits ein Sicherheitssafe bringt es mir eh nicht. Wenn ich den Kampf verkacke, dann verkacke ich ihn. Das ist eine Ice Lock Challenge, hier gibt's nichts. Sonst, Diggers. Jo. Dam, 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 dam. So, erstmal hier Stärke aktivieren. Lass mich mal ganz kurz scannen. Okay, schon draußen. Okay. Okay. Ich brauche Heilung. Ich habe noch Supertränke. Das ist super. Ich gebe auf jeden Fall Claudia mal ein. Und ich gebe meinem Voltenso noch mal ein. Wir werden jetzt... Boah, fängt er mit Kamerupt an? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er mit Kamerupt anfängt. Ich weiß nicht, was uns jetzt erwartet. Und das mag mir nicht so ganz gefallen. War TM26 nicht Erdbeben?
Ja, geil, geil, geil. Gucken wir mal. Für Ray würde sich das anbieten, für Garados aber definitiv auch. Hast du schon irgendeine TM? Ja, Eisstrahl. Ziemlich auf Spätsangriff ausgelegt, unseres, würde ich mal behaupten. Du hast einen Angriff, du hast einen geringen Angriff. Bei dir ist der Angriff noch nicht so hoch, weil du noch kein Gravums bist. Dir muss ich aber Flammenwurf dafür verlernen. Dir muss ich Eisstrahl dafür verlernen. Aber dann hätten wir endlich mal einen Angriff bei Garados, der über einen Angriffswert geht. Und ich meine, Garados, sein Angriffswert ist ziemlich hoch. Mal gucken. Dann verlernen wir wirklich Eisstrahl dafür. Ja, ich würde es persönlich natürlich nicht verlernen. Ich würde natürlich Drachenboot verlernen. Aber die Eislock-Challenge besagt eine TM pro Pokémon. Daher habe ich leider gelitten, was das angeht. Und da steht es. Groudon. Ich speichere hier nochmal. Einfach weil ich es kann. Bei wie vielen Minuten sind wir überhaupt? Sekunde. Ich guck mal ganz kurz. Jetzt habe ich mir extra schon eine Stoppuhr geholt. Und dann vergesse ich sie. Okay. Wir sind am Ende des Partes, sehe ich gerade. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann gehen wir mal das Groudon untersuchen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Rubin Eislock Challenge. Bis dahin und tschö tschö.